Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Ich bin bis zum einschließlich 28. oder 29. nicht zu Hause. Das heißt, wir sind im Vorproduktion, nicht vorbereitet, sondern Vorproduktionsgrind. Dass wir produzieren wieder Folgen vor, bis zum 30. mache ich die. Und was machen wir da? Wir gucken heute mal wieder ganz viele coole neue Varianten an. Da wir die Folgen immer eigentlich 20 Minuten, das immer so 20, 25 Minuten dauert, machen wir einfach wieder zwei Folgen daraus. Heute kommt die erste und dann in 4, 5 Tagen kommt die nächste Folge dazu. Und ja, denkt dran, wie immer, 14.30 Uhr, Forza Horizon 4, 18 Uhr BeamNG, jeden Tag. So, Forza ist übrigens 20 Minuten lang, weil das einfacher ist, so zu machen. Wir immer machen auch hier, lassen wir die KI mal fahren. So, wir haben ganz viele verschiedene Varianten. Alle wie immer hier ausprobiert, die wir mal ausprobieren werden. So, ich denke, die werden hier nicht wirklich weit kommen, ohne unsere Hilfe. Puh, okay. Ich denke, die werden gleich alle crashen. Mal schauen. So, der weg. Oh. Machst du beim Carmeet. Okay. So, was wir als erstes haben, ist diese Variante vom Roma. Und die heißt High Roma. Und ich glaube, erklärt sich selber, warum das so ist, ne? So, der hier kommt eh erstmal nicht weg. So, wir haben Supercharger und alles drin. Das Ding ist ein Monster. Oh, wow. Das Ding ist ein echtes Monster. Oh, nicht umkippen. Ich höre nur unten die Autos. So. Sau schnell und soll ziemlich gut offroaden können. Können wir jetzt nicht wirklich... Doch, hier links ist ein Offroad-Pfad, perfekt. Oh, die FPS sind ein bisschen miserabel, es tut mir leid. Das ist immer so bei den Folgen, wo man ganz viele Autos drin hat. Aber desto weiter wir wegkommen von allen, sollte alles eigentlich ein bisschen besser. Jetzt schon besser, genau. So, und ich weiß, ich habe häufig nach 60 FPS gefragt. Es ist einfach bei BeamNG nicht möglich, weil... mein Spiel selten mit wirklich viel mehr als 30 FPS läuft. Und teilweise dann auch wirklich unter 30 FPS, wie eben gerade. Deswegen bringt 60 FPS gar nichts bei BeamNG und sorgt dann eher für ein paar Probleme. Forza ist aber, läuft immer flüssig, deswegen kommt Forza immer in 60 FPS ab Folge 5. Ich weiß nicht, heute kommt bei euch Folge 4. Heute kommt Folge 4, ab morgen ist Forza in 60 FPS. So, hier haben wir Matsch und alles, hier können wir den High Roamer benutzen und sehen. Der hat absolut keine Probleme hier irgendwie durchzufahren. Müssen wir auf jeden Fall mal Offroad benutzen, vielleicht auf der Crash Hard Map, wenn ihr da Bock drauf habt. So. Fährt sich echt ganz gut. Wollen wir den aber noch einmal crashen? Hier links sind Steine. Perfekt. Felsen. Steine sind schon immer. Oh, wow. Klick. Einmal gedreht. Überschlagen. Nicht so freundlich. Okay. Random. So, was haben wir als nächstes? Wir haben die Ambulanz. Die ist aber beschädigt. Das heißt, die wollen wir nochmal dingsen. Das ist einerseits eine Offroad-Ambulanz mit einer anderen Lackierung. Wie sieht... ich weiß nicht, wie man das erste Wort ausspricht. Ambulanz, Groningen. Also schön holländische Ambulanz, wieder niederländische Ambulanz. Holland ist nur ein Teil der Niederlande. Und wir haben sogar einen Rennling, fand ich interessanterweise. Haben auch einen Supercharger drin. Oh, da ist der Moon. Das ist Moonicorn, ist der hingehört. Den werden wir auch später noch haben. Vielleicht aber erst in der nächsten Folge wahrscheinlich. So. Und ja, wir sind Offroad-fähig, haben einen Schnorchel da rechts, wie ihr seht. Wir können sogar durchs Wasser fahren. Sind schnell mit unserem Supercharger und sind holländisch heute. Da ist noch zwei kollidiert oder ist es nur einer? Ne, da ist nur einer kollidiert. Der Krankenwagen fährt natürlich dreist vorbei. Schwieriger Verkehrsunfall. Nee. Ich habe jetzt keinen Bock, meine Arbeit zu machen. Ich will lieber den neuen Krankenwagen ein bisschen ausfahren. So, Sirene reicht mir jetzt auch schon wieder für heute. Danke. Du warst sehr schnell ziemlich nervig. So, also ist ziemlich schnell. Jetzt crashen wir die aber mal hier gegen. Das wird ein ziemlich böser Crash. Oh. Ganze Seite dürfte ja total aufgerissen sein. Und auch noch die Straße blockiert. Autsch. Aber auf jeden Fall ganz nette Sache. Oh Gott, das kann ich auch schön. Ja, weg da, danke. So, die Reload mal nochmal oben. So, hier. Immer noch perfekt intakt, ne? Ja. Haben wir einen Rennwagen, die für ein Rennen, die 15. Wir haben einen 8,3 Liter V8 drin. V8 war es, glaube ich. Zusätzlich haben wir einen Supercharger drauf und lächerlich kleine Räder. Was ist das? 17 Zoll vielleicht? 16 Zoll? 17 Zoll? 17 Zoll wahrscheinlich, nehme ich mal an. Mit Slicks drauf. Sieht halt nur auf einem D-Series durchaus lächerlich aus. Aber dennoch ist der Wagen sauschnell. Ups. Dennoch ist der Wagen sauschnell und hat auch ordentlich Grip. Wie ihr hier seht. Muss halt eben nur ein bisschen das Untersteuern kontrollieren. Wir haben zwar Heckantrieb, aber mit der Masse
kommen wir in Kurven nicht wirklich so geil rein. Und das Getriebe ist nicht wirklich dafür ausgelegt. Also hier soll man vielleicht manuell schalten, weil das Getriebe ist nicht für Sport ausgelegt, für sportliches Fahren. Aber trotzdem mit 130 ohne Probleme auf jeden Fall durch. Ja, das ist... Den könnte man so als NASCAR-Truck ein bisschen nehmen. Ich meine, wir haben bisher keinen richtigen NASCAR-Truck. Und der hier ist... Okay, der ist vielleicht ein bisschen groß für einen NASCAR-Truck. Aber er hat Slicks drauf. Also könnten wir da mal NASCAR fahren. Ende. Bumm. Das ist meine Logik. Im Multiplayer dann später, meine ich. Ich freue mich auf den Multiplayer. Und wahrscheinlich kommt übrigens in den nächsten Tagen... Ich wette, das kommt jetzt nach direkt... Also so um Weihnachten kommt wahrscheinlich raus. Kommt Version 0.15 raus. 0.15, wenn man so sehen will. Aber von BeamNG, da kriegen wir einen neuen Wagen und eine neue Map. Wie gesagt, ich bin bis einschließlich 28. 29. weg und habe bis zum 30. produziert. Also am frühestens an Silvester haben wir dann das. Oder ich schaffe irgendwie Folgen, wenn ich früher zurück bin. Aber rechnet nicht vor dem 29. damit, falls es rauskommt, okay? Nur so als Info. Weil die bringen irgendwie immer die Updates raus, wenn ich nicht da bin. Egal. So. Okay, jetzt crashen wir hier aber sowieso, weil ich mich etwas übernommen habe in dieser Kurve. Fährt sich auf jeden Fall sehr gut und... richtig gesehen. Ah, das ist nach 5 Jahren immer noch schmerzhaft, das zu sehen bei BeamNG. Da sind wir den Supercharger wenigstens. So wie, random. 2 Fahrzeuge sollen wir noch schaffen. Ja, der hier ist ganz interessant. Das ist ein SBR4. Ihr seht aber komplett anders. Also komplett verändert vorn, hinten und natürlich an den Seiten. Wir haben unsere Räder abgecovert. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie für Effizienz, aber ich glaube, der ist nicht so... Ne, der ist nicht lang. Hui, Gott, der ist schnell. Yep, der ist schnell. Oh Gott, das Ding geht ab. Bremsen, 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 bremsen. Scheiße. Oh, hallo Monikorn. Ja, und es geht noch weiter runter. Das war unpraktisch. Gebe ich zu. So, das Ding geht ordentlich ab. Und sieht sehr futuristisch aus. Oder effizient, eher gesagt. Bum, bum. Und damit kam die Federung so wenig zurecht. Ja. Aber der sieht halt irgendwie geil aus, weil der so ein bisschen aussieht wie so ein Hovercraft. Ah, da hat jemand was verloren. Das war der D-Series. Das war nämlich eben noch nicht hier. So, oh, hier sind die FPS miserabel. Guckt, deswegen kein 60 FPS. So, und da haben wir den weiter. Da ist jemand gegen gecrashed, da stand eben anders. Oder hat sich umgestellt. So, wir versuchen hier möglichst die Kontrolle zu behalten. So viel dazu. Kriegen wir die wieder? Okay, nee. Au, au. Aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus mit den Radabdeckungen. Trotzdem normale Faken drunter und alles. Wir können aber noch fahren, ne? Ja, wunderbar. Oh, wow. Hat ihr gesehen, wie gar nichts passiert ist, als ich eingelenkt habe? Wirklich absolut nichts passiert. Das denke ich mal Allrad, ne? So, wir crashen mal in den rein. Komm, den wollen wir nicht verpassen. Oh, Minimalkollision aber nur. Das ist Minimalkollision. In echt wäre das trotzdem ziemlich böse gewesen. Und wir knallen jetzt runter. Klippen runter an den Strand. Oh, und Baum nochmal hängen geblieben. Autsch. Okay. Was haben wir als nächstes? Als letzten Fahrzeug haben wir heute... Ah, Hot Rod. Perfekt. Ja, Hot Rod, was Hot Rod? Ja, ich glaube, hieß Hot Rod die Variante. Ja, selbst erklärend, oder? Wir haben den Burnside. In der langen Variante. Mit wahrscheinlich extrem viel PS. So, wir wollen mal gucken. Kein ABS natürlich. Das müssen wir mal ein bisschen aufpassen, wenn wir hier das Ding bergab bremsen wollen. Das ist schwer und es ist schnell. Keine gute Kombination, wenn man bergab und ABS bremsen will. So, wir fahren jetzt hier mal rechts. Das haben wir eben noch nicht. Da seht ihr nämlich, wie wir unsere Reifen blockieren. Unsere Räder, nicht nur die Reifen. Sehr interessant, das würden sich nicht mehr die Reifen drehen, aber noch die Reifen drumherum. Ja, die Reifen nicht, aber die Räder. Die Felgen würden sich noch weiter drehen. So, Handling ist es nicht wirklich gutes Fahrzeug. Das hatte ich aber auch schon erwartet. Deshalb eben die Stärke von dem sollte eigentlich Straight Line Performance sein, sprich geradeaus fahren, schnell sein, aber irgendwie auch das ist nicht wirklich schnell. Der hat halt Flammen drauf. Oh, Drift, Drift, Drift. Jo. Ja, seine Spezialität ist, Flammen drauf zu haben. Kann das auf seinen Lebenslauf schreiben, wenn er sich irgendwo bewerben will. Ja, ich habe Flammen drauf. Toll. Mach ich auch. Ich lasse mir jetzt Flammen auf irgendwo hin tätowieren. Auf einen Popo oder so, ne, auf eine ganz schöne Stelle. Und dann sage ich, ja, kommt auf meinen Lebenslauf. Warum sollten Sie mich einstellen? Ganz klar, ich habe Flammen auf dem Po. Oh. Ja. Garantiere ich nicht, dass das funktioniert, wenn ihr um euren Traumjob zu bekommen, aber hey. Alle Dinge muss man mal probieren, ne? So. Wenn man Glück hat, lachen die drüber und rufen nicht gleich Sicherheitsdienst oder Polizei an. Mal schauen. Ihr könnt ausprobieren, wie es funktioniert. Wir crashen hier noch ein letztes Mal hier schön aufs Dach.
Und dann sind wir auch schon heute durch für heute. Wir sind uns dann wieder ein paar Tage mit der Folge. Morgen machen wir was anderes. Und ja, ich bin nicht bei euch zu Schauspieler. Bis zum nächsten Mal. Ciao.